So, hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Ich hoffe, bei diesem Video stimmt jetzt endlich mal die Bildqualität und auch der Sound. Ich habe mir jetzt extra nochmal ein separates Mikro gekauft, weil ich in den meisten Aufnahmen ja doch recht leise spreche. Und deshalb jetzt das neue Mikro in der Hoffnung, dass ihr mich das ganze Bild über, auch wenn ich mich mal konzentriere, sehr gut versteht. Okay, also heute möchte ich mit euch gern ein Anfängerbild malen. Und zwar handelt es sich dabei um einen so schönen Kirschbaum. Der ist relativ einfach gehalten, da gibt es keine großen Tricks. Das Bild kann wirklich jeder malen, aber ihr seht, mit diesen wundervollen bunten Farben macht das einfach was her. Und so hat man dann mal ein schönes Bild, was man sich selbst mal an die Wand hängen kann oder auch was man verschenken kann, weil über so ein prachtvolles Bild freut sich einfach jeder, gerade wenn man das als Anfänger gemalt hat. Ich habe da zwei Varianten vorbereitet. Als erstes einmal Hochkant. Da seht ihr, habe ich hier vorne auch noch ein paar kleine Büsche reingemalt. Die sind vielleicht nicht so ganz wichtig, die könnte man auch weglassen. Und als zweites habe ich das Bild mal im Querformat gemalt. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, man sieht das ganz gut. Da habe ich so ein bisschen so einen doppelten Baum draus gemalt. So kann man das mit den Ästen ein bisschen noch schöner machen. Und was viel, viel hermacht, ist vor allen Dingen, wenn man dann hier auf der Wiese so ein ganz kleines bisschen auch das bunte Laub verstreut. Wie gesagt, dieses Bild ist relativ einfach gehalten und das möchte ich euch jetzt gleich einmal vorführen. So, kommen wir jetzt als erstes einmal zu unserem Material. Unsere Leinwand ist wieder eine 40er mal 30. Bestrichen ist diese schon mit unserem Flüssiggrund in Weiß. Dafür habe ich den 2-Zoll-Pinsel genommen. Ganz hauchzart, wenn ihr drauf tippt, müsst ihr wirklich wieder euren Fingerabdruck sehen können. Dann habt ihr das genau bestrichen. Habt ihr da mehr drauf und ihr habt wirklich so einen weißen Placken auf dem Finger, dann bitte einmal ein Zebertuch nehmen und ein kleines bisschen wegstreichen. Wenn ihr genauer wissen möchtet, wie das geht, was ich dafür verwende, dann schaut doch bitte auch einmal in meine anderen Videos rein. So bereitet ihr eure Leinwand vor oder so startest du mit der Ölmalerei. Da seht ihr das einmal genau, wie ich das mache. So, zu unseren Farben. Was brauchen wir da heute? Ich erkläre es einmal einfach, damit auch die Anfänger wissen, was sie da für Farben nehmen können. Da es jetzt heute speziell bei dieser Technik nicht genau auf die Pinsel drauf ankommt und auch nicht ganz genau auf die Farben. Deswegen nur einmal grob erklärt. Ich habe hier einmal hellblau, einmal dunkelblau. Dann habe ich hier Titanweiß. Dann habe ich einmal normales Saftgrün, dann normales Gelb. Dann haben wir hier drüben einmal hellbraun, einmal dunkelbraun und einen ganz kleinen Klecks Schwarz. Hier seht ihr das Anilin, Violett und einmal Magenta. Das sind so die wichtigsten Farben, die wir brauchen für alle Fans. Das ist das Pentanolblau, Pentanolblau, Titanweiß, Saftgrün, Cadmiumgelb, Preußischblau, nochmal ein Klecks Titanweiß. Dann haben wir hier das Dark Sienna, das Van Dyck Braun. Hier ein Klecks Mitternachtsschwarz, hier wie eben schon gesagt Anilin Violett und das Magenta. Oftmals ist es so in der Landschaftsmalerei, dass diese beiden Farben nicht vorhanden sind, aber die könnt ihr euch ganz einfach selber mixen. Anilin Violett mixt ihr euch einfach aus Dunkelblau und Dunkelrot, sprich Preußischblau und Karmesinrot. Und dieses Magenta könnt ihr euch mixen aus Pentanolblau, also hellblau, und hellrot. Die Farben werden nicht hundertprozentig so, aber man kriegt den Farbton relativ ähnlich hin. Okay, zu den Pinseln. Wie gesagt, die Leinwand bestrichen habe ich mit dem 2-Zoll-Pinsel. Und ansonsten habe ich mal hier alles an Borstenpinseln, was das Herz begehrt, rausgesucht. Ganz praktisch ist dieser Round Brush, der hier vorne so eine abgerundete Spitze hat, mit dem kann man die kleinen feinen Büschchen ganz gut malen. Ich zeige das mal noch ein bisschen besser in die Kamera. Und ansonsten einfach alles an Borstenpinseln, was ihr da habt. Legt euch das mal bereit. Wir werden sehen, was wir davon dann gleich verwenden werden. Gut, dann wollen wir mal starten.
So, beginnen wir als erstes mit dem Hintergrund. Dafür verwende ich etwas Pentanol Blau, weil ich mag es wirklich, wenn der Himmel etwas intensiver ist. Normal könnt ihr natürlich auch das Preußisches Blau verwenden. Macht das ganz eurer Farbliebheit, was euch am liebsten ist. Einfach benutzt das, was euch am besten gefällt, wollte ich sagen. Okay, also wie immer fangen wir in den Ecken an. Denkt auch wieder ein bisschen an den Rand, dass ihr den auch mitmalt. Ihr habt gesehen, eben den Pinsel einmal so ein bisschen ausstopfen auf der Palette, damit ihr keine so großen Farbbrocken da drauf habt. Und auch nur ganz, ganz wenig von der Ölfarbe verwenden. Das ist jetzt ganz wichtig. Okay, wenn ihr den Rand so ein bisschen habt, denkt dran, ihr müsst es nicht ganz bis nach unten streichen, weil hier kommt ja noch ein kleines bisschen die Wiese mit hin. Deswegen nehmen wir nur so etwa 2/3 des Bildes, was wir hier anmalen. Das Schöne ist halt immer, wenn ihr den Rand mitmalt, dann braucht ihr später keinen Rahmen für euer schönes Bild. Okay, dann nehmen wir etwas neue Farbe wieder auf. Dafür ziehe ich den Pinsel ganz vorsichtig einfach so ein kleines bisschen in die Farbe rein und ziehe ihn dann wieder raus. Und so bekomme ich vorsichtig immer so ein bisschen Farbe in den Pinsel, ohne aber Brocken da rein zu bekommen. Für den Fall stupfe ich den Pinsel aber so ein bisschen aus und dann habe ich ganz feine, super schöne Borsten und keine dicken Farbkleckser. Wir fangen jetzt an mit unseren normalen Kreuzstrichen. Wie gesagt, ich möchte es intensiver haben. Möchtet ihr das nicht so intensiv haben, nehmt euch ein Tuch und wischt den Pinsel nochmal vorsichtig etwas aus. Dann habt ihr da nicht so viel Farbe drin. So. Den Bereich hier kommt ja unser Baum hin. Den lasse ich jetzt mal relativ frei. Und der Horizont ist ja sowieso mal relativ hell gehalten. Da ist der blaue Himmel nie so intensiv wie oben, wenn ihr nach oben auf den Himmel drauf guckt. So, also, ich will jetzt hier keine extra Wolken malen. Deswegen lasse ich hier so schöne viele weiße Flecken, damit wir dann gleich so ein kleines bisschen schon von Wolken am Himmel haben, ohne diese extra malen zu müssen. Ich habe hier meinen 2 Zoll Pinsel. Da ist noch das Flüssigweiß drin. Dann nehme ich mir ganz kurz ein Tuch. Wischt den einmal so ein bisschen aus, also ihr braucht ihn nicht im Verdünner zu reinigen. Einfach nur kurz auf der Hand einmal so ein bisschen auswischen und dann verblenden wir das Ganze hier. Dafür fangen wir auch wieder oben in der Ecke an, ganz vorsichtig nur so ein bisschen die Pinselstriche verblenden. Achtet darauf, dass ihr zuerst so ein bisschen den Rand mit ins Bild zieht, sonst habt ihr da hinterher komische Flecken. Das gleiche auch auf dieser Seite. Wir fangen mit dem Rand und in der Ecke an, weil dies, wie gesagt, die dunkelsten Punkte sind. So, jetzt verblenden wir das Ganze hier. Und dann gehen wir einmal übers ganze Bild rüber. Habt ihr hier einzelne Stupfer gemacht, die zu doll sind, dann müsst ihr da etwas intensiver verblenden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir wollen ja hier keine blauen Flecken am Himmel. Das sieht ja komisch aus, denn blaue Wolken gibt es ja nicht. So. Das war schon für heute unser Himmel. Ganz einfach und schlicht gehalten. Warum wir jetzt hier keine Wolken reinmalen, ist ganz einfach erklärt. Wenn wir unseren Baum größer malen, als wir wollen, kommen wir nachher in die Wolken rein und dann bekommen wir einfach nur noch Matsch auf der Leinwand. Und das wollen wir versuchen zu verhindern. Deswegen lassen wir hier die Wolken jetzt weg. Gut, dann kommen wir als nächstes zur Farbe Grün. Da müssen wir nämlich die Wiese einmal schon mal so ganz leicht vormalen. Dafür könnt ihr euren Pinsel nehmen, mit dem ihr hier gerade eben schon die Kreuzstriche auf dem Himmel gemalt habt. Auch dafür nehmt ihr das weiße Tuch. Streicht den einfach nur so ein kleines bisschen aus und dann zieht ihr euch wie eben das Saftgrün in den Pinsel. Ganz vorsichtig, nur ein bisschen und ausstupfen. Ich möchte gern, dass das erste ein kleines bisschen dunkler wird, deswegen nehme ich mir dazu ein kleines bisschen Dunkelblau, also Preußischblau. Stupft das auch hier mit rein. Und wir brauchen hier ein bisschen mehr Farbe, nicht zu viel. Wieder ausstupfen und jetzt guckt mal, dass es so ein bisschen dunkler wird. Falls es noch nicht dunkel genug ist, etwas Preußischblau dazu nehmen, ausstupfen.
Und das muss nicht perfekt im Pinsel jetzt verteilt sein. Also wenn ihr da ein bisschen mehr Blau habt als da, ist das gar kein Problem. Das kann gerne so bleiben. Gut, dann müssen wir jetzt einmal überlegen, wo steht unser Baum? Wo fängt er an? Wollen wir, dass der genau auf dem Hügel steht, der Baum? Dann müssen wir die Wiese bis hier machen. Soll der Baum eher auf der Wiese stehen und man sieht dahinter noch was? Das müssen wir jetzt einmal gucken. Ich habe beide Varianten gemacht, wie ihr hier seht. Ich muss gestehen, mir gefällt das hier aber eigentlich besser, wo der Baum direkt auf dem Hügel steht. Deshalb mache ich den Hügel jetzt mal hier etwas tiefer unterhalb des Himmels und stufe mir hier so ein bisschen Wiese. Und ihr seht, indem ich das einmal hier glatt gestrichen habe, habe ich eine schöne Kante, mit der ich hier jetzt ganz toll die einzelnen Grashalm und Wiese stupfen kann. Versucht wirklich immer so aufzutippen mit dem Pinsel. Nicht mal, nicht dieses Gewische. Wenn ihr nämlich wischt, dann sieht das komisch aus. Wenn ihr gleich von Anfang an so ein bisschen hübsch stupft, dann habt ihr hier schon gleich den Eindruck von Wiese, also von Gras. Das hier muss jetzt noch nicht perfekt sein. Also wenn ihr da jetzt zufällig ein bisschen Matsch drin habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Wir gehen dann nachher nochmal drüber. Da kommt nachher ja auch noch ein paar Farbtöne rein. Achtet auch darauf, dass ihr das nicht komplett grün macht. Ihr könnt so kleine weiße Flecken da sehr gerne drin lassen. Das muss jetzt also nicht über und über hier grün sein. Ruhig so ein kleines bisschen was Weißes da drin lassen, dass man eure einzelnen Reihen sehen kann. Und immer wieder schöne frische Farbe aufnehmen, desto leichter ist das nämlich mit dem Stupfen. Einfach neue Farbe, stupfen, stupfen, stupfen. Und ihr seht, es ist doch noch relativ hell. Das macht aber gar nichts, denn so haben wir später alle Möglichkeiten, uns zu entscheiden, wo ist der Schatten von unserem Baum. Und. Aber zu hell, wie gesagt, darf es auch nicht sein. Dann muss man so viel nachmalen. So, also das hätten wir schon mal. Und zu dunkel darf es auch nicht mehr sein, weil sonst ist es auch einfach wieder zu viel Farbe auf der Leinwand. So wie es jetzt ist, ist es schon ganz optimal. Gut, ihr seht, ich habe das hier relativ weiß gelassen. Das ist auch ganz okay so. Denn wie gesagt, wenn ihr mal in die Natur guckt, seht ihr, dass der Horizont wirklich sehr hell ist. Okay, als nächstes nehmen wir uns jetzt einen Feinliner. Das bedeutet, dass der ganz feine Borsten hat und mit dem man ganz, ganz dünn malen kann. Damit gehe ich jetzt in mein Dunkel Sienna, also in mein Hellbraun. Ist etwas verwirrend, dass es dunkel heißt, aber eigentlich das helle Braun ist. Und dann deute ich jetzt schon mal ganz vorsichtig mal mein Bäumchen an. Nur so ein bisschen, wir haben ganz wenig Farbe auf dem Pinsel und malen uns den mal hier so ein bisschen vor. Wo will ich, dass die Wurzel lang geht? Also eine soll auf jeden Fall hier hinten, hinter dem kleinen Hügel verschwinden. Die geht hier so lang, da ist sogar ein bisschen Luft dazwischen. So. Und die andere, die geht hier auf die Wiese. Die geht hier runter und endet dann hier im Gras. Das muss auch noch nicht perfekt sein, da müssen wir auch noch Gras vormalen. Also das wird sich alles noch mal wieder so ein bisschen verändern. Wenn euch da ein kleines Missgeschick passiert, die Wurzel nicht so schön aussieht, wie ihr möchtet, macht euch da bitte jetzt noch gar keinen Kopf. Passt nur darauf auf, dass ihr das nicht zu dick malt. Das ist bei Bäumen ganz wichtig. Malt alles schlanker, als es sein soll. Denn den Baum schmaler malen können wir hinterher nicht mehr. Aber den Baum dicker malen und einen Ast dazusetzen, das ist jederzeit möglich. Deswegen habt den vor Augen und malt ihn lieber ein Tick schmaler als zu breit. So, und bei den Wurzeln haltet ihr den Pinsel bitte nicht ganz hier vorne, aber auch nicht ganz hier hinten, sondern so, ja, etwa so zwei Drittel vorne. Und dann könnt ihr nämlich hier den ganz gut gleiten lassen. Malt nicht einfach so gerade, sondern so ein bisschen wie so eine Wurzel halt aussieht, die so ein bisschen sich hier lang schlängelt.
Das kann auch so eine zweite Wurzel werden, die noch hier so lang geht und die auch ein bisschen länger ist, die dann hier hoch zum Baum geht. Und genau hier hinten haben wir natürlich auch noch eine, die hier lang geht. Die ist jetzt nicht so lang. Und dann geht natürlich noch eine große, die hier rüber geht, auch hier am Hang, die dann da verschwindet. Hat hier noch so einen kleinen Ausläufer. Malt nicht zu viele Wurzeln, also so das, was ich jetzt hier gemalt habe, ist wirklich schon so das Maximum, sonst sieht das hinterher nicht mehr gut aus. Nur so ein paar kleine Wurzelchen, das reicht. Okay, wie gesagt, jetzt müsst ihr hier wirklich schon darauf achten, werdet hier nicht zu breit. Wenn ihr den Baum hier unten schon zu breit macht, dann seid ihr gezwungen, auch die Äste gleich danach viel, viel dicker zu malen. So, und jetzt malen wir einfach hier mit dem Dunkel Sienna und füllen einfach mal kurzerhand unseren Baum so ein bisschen aus. Und allein dadurch geben wir ihm schon eine gewisse Struktur, weil sich unser Braun jetzt ja mit dem hellen Hintergrund vermischt. Und allein dadurch entsteht schon so ein kleines bisschen der Eindruck von Holz. So, aber wie gesagt, das hier ist noch nicht fertig. Das ist ja erst der Anfang. Gut, jetzt müssen wir einmal überlegen, bleibt das bei diesem einen hübschen kleinen Baum oder hat der hier noch so einen kleinen Abzweiger? Sagen wir mal so, der Baum teilt sich hier nochmal. Hier geht der erste Abzweiger weg. Dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, gerade beim Querformat das Ganze ein bisschen hübscher aufzunehmen. Okay, so, jetzt geht hier der erste Zweig hier lang. Wenn ihr das erste Mal so einen Baum malt, guckt euch das vorher einmal genau an, wie ich das male. Oder geht einfach mal in die Natur. Schaut euch direkt da mal die Bäumchen an, wie die tatsächlich wachsen. Nehmt eure Kamera oder euer Handy, macht einfach mal ein paar Fotos, nehmt das mit nach Hause, legt euch das hin und schaut euch das tatsächlich einmal an, wie so ein Baum aufgebaut ist. Und wie viel sieht man eigentlich von den Ästen? Sieht man alles? Sieht man jeden einzelnen Ast? Oder sind das nur kleine Ästchen, kleine Stücke, die man da sieht? Macht das mal, geht mal raus und schaut euch das einmal an. Okay, so, also ich zeichne das jetzt nur einmal ganz grob vor hier, was man hier sehen wird, weil hier jetzt ja sowieso das ganze Laub davor kommt. Das ist nur für mich, dass ich ungefähr einmal weiß, wo kommen denn meine Laubbüschchen so ungefähr alle hin. Viel höher wollen wir gar nicht gehen, das malen wir nämlich hinterher. So, jetzt ist hier unser zweiter und da müssen wir hier natürlich nochmal einen schönen großen Ast machen, der hier weggeht. Wie gesagt, wenn ihr den Pinsel so ein kleines bisschen mit der Hand weiter hinten haltet, kommt ihr automatisch in diese schönen leichten Wellenlinien und euer Baum sieht nicht ganz so starr aus. Wenn das nämlich nur so ein Strich in der Landschaft ist, denken die Leute nämlich eher, das ist ein Laternenpfahl als ein schöner kleiner Baum. So, wie gesagt, wenig Farbe und einfach nur den Pinsel so ein bisschen über die Leinwand gleiten lassen. Nur andeuten hier, was ihr hier an Bäumen, Blättern malen wollt. So, also ihr braucht hier noch nicht fein verästeln, nur ganz grob schon mal gucken, wo geht hier was hin. Der hier kann auch noch ein bisschen länger werden. Der geht noch mal bis hier hinten, so. Und das ist es nämlich, wenn ihr euch entscheidet, den Ast länger zu malen, dann muss der natürlich auch ein bisschen dicker gemalt werden. Deswegen ist das ganz gut, erst dünn anzufangen. So, jetzt deute ich das hier nur mal an. Weil hier kommt nämlich jetzt gleich unser schönes Laub hin. Gut, soweit, so gut. Das hier können wir jetzt schon mal so ein bisschen ausfüllen. Einfach ein bisschen mehr Farbe nehmen und ausfüllen. Okay. Jetzt müsst ihr einmal schauen, geht dieser Abzweig vor dem dicken Baum raus oder geht er dahinter raus? Wenn ihr euch entscheidet, der geht dahinter raus, dann nehmt ihr jetzt einmal dunkle Farbe, also das dunkle Braun, und geht einmal hier an der Kante entlang. So, damit zeigt ihr deutlich, das ist vorne.
Macht das nicht zu hoch, weil hier ist ja eigentlich die Seite, die zum Himmel eher guckt als diese. Also muss die eigentlich ein bisschen heller sein. Deshalb nehmen wir auch hier die dunkle Farbe, das Dunkelbraun, setzen das erneut hier an und malen den inneren Teil dieses Baumes. Hier wird es wieder etwas heller, weil hier die Sonne ja wieder drauf scheint. So, auch mit dem Dunkelbraun einmal so ein kleines bisschen hier an den Wurzeln entlang gehen. Dann habt ihr hier schon so ein ganz kleines bisschen Struktur mit drin. Das ziehen wir einfach hoch. Ganz vorsichtig, nicht zu doll aufdrücken. Und schon sieht das Ganze so ein bisschen wie Holz aus. Ganz vorsichtig hier die Wurzel jetzt einmal ausmalen. So. Und wie gesagt, passiert euch hier ein Missgeschick, ist das noch überhaupt gar nicht schlimm. Ihr könnt zur Not, wenn die Wurzel so richtig doof geworden ist, das ist nämlich das Tolle in der Nass- und Nass-Technik, könnt ihr die ganze Wurzel wieder wegmalen. Dann nehmt ihr euch den grünen Pinsel, stopft das Braun einfach ein bisschen raus, zack, zack, zack. Und schon ist die doofe Wurzel, die ihr nicht mögt, einfach wieder draußen. So. Okay. Das war jetzt erstmal der Baumstumpf. Dann kommen wir jetzt zu unserem wunderschönen Laub. So, kommen wir zum Laub. Und dann nehme ich jetzt mal diesen wunderschönen Round Brush, also den Rundpinsel. Ihr könnt aber auch einen anderen Borstenpinsel nehmen. Probiert dafür aber einmal tatsächlich so ein bisschen aus, wie bewegt sich dieser Pinsel, was für Abdrücke hinterlässt dieser. Geht damit ein bisschen in euer Annelien Violett. Und dann tupft den einmal aus, dass ihr da keine großen Farbbrocken mehr drauf habt. Und dann schaut ihr einfach so, wie müsst ihr den aufdrucken, damit das so ein kleines bisschen nach Laubbüscheln aussieht und wie viel Farbe braucht ihr tatsächlich. Und wenn ihr das getestet habt, wie der sich am besten verhält, dann nehmt ihr den Pinsel, mit dem das am besten geht. Ich nehme jetzt mal diesen Rundpinsel, ziehe den auch wieder schön in die Farbe rein und dann also die Bürsten ziehe ich wieder raus aus der Farbe, weil ich möchte wieder keine dicken Farbkleckse haben. Tupfe den wieder ein wenig aus und dann beginne ich jetzt mal mit den Büscheln. Das ist jetzt die dunkle Farbe, muss ich natürlich am Inneren der Äste damit anfangen. Die muss so ein bisschen dicker sein, weil die soll ja nicht durchsichtig sein. Weil gerade in den tieferen Lagen haben wir nicht nur hier vorne die Äste, sondern ihr müsst euch ja auch vorstellen, gerade in der Krone, dahinter sind ja noch viel, viel mehr Äste. Da sieht man dann vom Himmel tatsächlich nicht mehr so viel durch. Hier darf man das Blau durchsehen an den äußeren Ästen, das ist gar kein Problem. Aber gerade in diesem Bereich darf das schon ein bisschen dicker sein. Wenn ihr jetzt malt, hinterlasst bei den Puscheln dazwischen immer helle Bereiche. Weil da wollen wir gleich mit der helleren Farbe raufgehen. Deswegen macht jetzt nicht eine Masse, also wirklich nur kleine Puschelchen und dann darüber wieder weiß lassen. Immer wieder frische Farbe aufnehmen, weil desto mehr Farbe wir jetzt hier auf dem Pinsel haben, desto leichter ist es mit dem Stupfen. Haben wir zu wenig Farbe auf dem Pinsel, dann vermatscht es eher, weil wir anfangen zu malen. Dann wird es mit dem Stupfen nämlich schwieriger. Und wie gesagt, hier im Inneren des Baumes darf es gerne etwas dunkler sein und ja, etwas mehr Farbe, dass man nicht so viel hindurchschauen kann. Hier wieder ganz wenig. Hier sieht man die Puschel sehr schön. Und auch hier wieder auf dem letzten Ast. Hier dürft ihr die Puschel so ein bisschen so lassen, dass man da durchgucken kann und ein bisschen Himmel sieht. Dann machen wir hier noch mal ganz kurz ein bisschen. Wie gesagt, immer so ein bisschen Freifläche lassen zwischen den einzelnen Puscheln, weil diese dunkle Farbe stellt jetzt die
hinteren Bereiche da. So, auch hier wieder. Puschel, puschel, puschel. Und das ist nämlich das Schöne an diesem Rundpinsel. Dadurch, dass der so ein bisschen so eine Dreieckspitze hat, hat man schon gleich den Eindruck von einzelnen Baumpuscheln, so farbenisch jetzt mal ausgedrückt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Okay, dann hier noch ein klein. Und desto weiter wir rauskommen, desto heller werden diese Puscheln natürlich, ne? Weil immer mehr Licht da durchströmt. Gut, jetzt muss ich diesen Pinsel, weil ich den weiterverwenden möchte, einmal auswaschen. Einen Moment bitte. Für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben bei meinem Kanal, also ich verwende da so einen geruchslosen Verdünner zum Reinigen meiner Pinsel und da habe ich so ein Sieb drin, in dem ich die Pinsel sehr schön auswaschen kann. Es geht natürlich auch am Rand vom Eimer, mit dem man das machen kann. Achtet nur darauf, dass wenn ihr mit dem gleichen Pinsel jetzt weitermalt, dass ihr den gut trocknet. Das heißt, ihr nehmt euch wieder ein Tuch und wringt den Pinsel, also wirklich so ein kleines bisschen in eurer Hand aus. Denkt bitte daran, auch wenn der Verdünner geruchslos ist, er ist wirklich giftig. Atmet das so wenig wie möglich ein, bringt euren Pinsel aus und werft dieses Stück Tuch, das ihr jetzt verwendet habt, bitte in einen Behälter mit einem Klappdeckel. Dann kann dieser Geruch nämlich nicht weiter sich im Raum verteilen. Okay. Ansonsten könnt ihr Pinsel vielleicht auch mit anderen Sachen auswaschen. Schaut dafür einfach mal bei mir im Video. So reinigt ihr auch Ölpinsel. Da haben ganz viele Follower und auch andere Maler noch Kommentare untergeschrieben, welche Alternativen zu dem, was ich euch zeige, es noch gibt, womit man noch Pinsel reinigen kann. Lest euch das einmal durch. Einige machen das gerne mit Kernseife oder einer hat mir auch geschrieben, es geht mit Erdnussöl. Ja, versucht das ruhig. Schaut euch das einmal an, was ihr da für die beste Alternative haltet. Denn die Umwelt zu schonen ist natürlich mit das Wichtigste. Wie gesagt, ich benutze den. Ich benutze ganz, ganz wenig. Ich bewahre auch alles wieder auf und verwende alles wieder. Und deshalb, ich finde davon, damit halten die Pinsel einfach reiniger und damit schone ich dann so ein bisschen die Umwelt. Okay, also jetzt gehen wir hier so ein bisschen in unsere Magenta. Wieder die Spitze schön durch die Farbe ziehen, ganz vorsichtig. Und dann gehen wir hier jetzt oberhalb der Puschel und malen unsere schönen Blüten hier jetzt mit rein. Und wenn ihr merkt, es wird wieder ein bisschen matschig, nehmt bitte neue Farbe. Dieses Anilinviolett, Magenta bei mir, ist komischerweise recht flüssig. Wie gesagt, es ist ja auch eigentlich aus der Blumenmalerei. Im Gegensatz zu dem Anilinviolett. Das ist bei mir sehr, ja, das Gegenteil von flüssig. Oh Mann. So, egal. Auf jeden Fall malen wir jetzt hier kleine neue Puschel oberhalb der dunklen Bereiche. Hier scheint jetzt nämlich die Sonne richtig schön drauf. So, da darf auch gern mal ein bisschen mehr Farbe drauf sein, dass wir da auch ein bisschen Struktur reinbekommen. Das ist gar nicht schlimm. Da dürfen jetzt auch mal ein paar Kleckse auf der Leinwand bleiben. Das ist völlig in Ordnung. So. Wenn ihr hier zur anderen Seite des Bildes kommt, denkt mal dran, dass ihr den Pinsel so ein bisschen dreht. Dann habt ihr nämlich eine andere Ausrichtung der einzelnen Büschel. Und dann sieht das schon gleich viel natürlicher aus. Ihr könnt mit dem Magenta jetzt auch über die dunklen Farbbereiche rübergehen, denn diese helle Blütenpracht ist ja überall. Mit den dunklen Flächen wollen wir ja nur die Tiefe des Baums andeuten. So, jetzt guckt ihr natürlich überall ein kleines bisschen Blau noch durch, das ist auch völlig in Ordnung. In den meisten Bäumen kann man gut durchgucken. Wenn euch das zu viel ist, dann topft ihr da ganz vorsichtig nochmal drüber. Ist überhaupt gar kein Problem. Passt nur auf, dass ihr das nicht zu stark mit dem dunklen Ton vermischt. Das sieht dann nämlich komisch aus. Und dann war die ganze Mühe umsonst. So, als nächstes nehmen wir uns wieder unseren Feinliner. Den habe ich noch nicht ausgewaschen, das braucht man nicht.
Damit gehe ich einfach wieder zurück in mein Hellbraun. Und dann fangen wir jetzt mal an, hier den Baum zu schließen. Ganz vorsichtig einfach hineinmalen in die Blütenpracht hier. Zieht die Farbe einfach nach oben weg. So, passt auf, dass ihr nicht zu breit werdet. Also der Baum darf jetzt nicht hier oben auf einmal breiter werden als da unten. Wenn das so ist, dann muss man hier versuchen, einmal so einen Ast anzudeuten. Okay, so, und jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir uns ja hier ein paar Äste, sieht man ja hier. Das heißt, die deuten wir uns jetzt einmal so ein bisschen an. In den meisten Fällen sieht man nur so eine kleine Gabel. Mehr sieht man da einfach nicht. Oder auch mal nur ein Stück Ast, das hier lang geht. So. Achtet darauf, auch bei den Ästen. Vom Baum weg ist es am Anfang dicker und wird dann immer schmaler hinten hin zu den Spitzen. So. Und auch hier den Pinsel wieder versuchen, schön locker zu halten, dass ihr hier nicht versehentlich steife Bretter malt, beziehungsweise was vom Menschen handgefertigt ist, was ganz gerade ist, wie es in der Natur leider nur sehr selten vorkommt. Deswegen wirklich versuchen, hier so ein bisschen die Handführung locker zu haben. Dann sieht das Ganze nämlich gleich viel besser aus. Macht nicht zu viel da rein. Zu viel anzudeuten ist auch nicht gut. Der Betrachter soll nur sehen, dass der Baum natürlich aus einzelnen Ästen besteht. Macht auch mal hier so eine doppelte Gabel, dass das nicht immer alles ganz gleich aussieht. So, hier haben wir eh schon, den sieht man hier schon so ein bisschen, den male ich einfach nochmal nach. Und dann kann man natürlich auch so ein bisschen hier die Äste nochmal rausgucken lassen. Vielleicht ist da ja schon das Laub abgefallen. Das kann ja auch gut sein. So, dann kommt hier oben nochmal was rein. Der geht bis hier in die Spitze, den kann man sehen. Hier. Hauptsächlich malt ihr diese kleinen Äste in die dunklen Bereiche rein, die dann hier schön zu sehen sind. Wie gesagt, nur nicht zu viel, nicht übertreiben. Es macht zwar totalen Spaß, die hier so reinzusetzen, die einzelnen Äste, aber wie gesagt, wenn man zu viel macht, sieht das komisch aus. Ihr könnt hier sonst auch noch ein paar feine Äste mit reinmalen, die so ein bisschen feiner verzweigen. Aber am besten ist es, von unten nach oben hinweg zu malen, beziehungsweise vom Baumstamm in die Spitzen, weil so habt ihr die Möglichkeit, den Pinsel vom Bild abzuziehen und so lasst ihr die Ästchen dünner aussehen. So, ich denke mal, das ist jetzt so in Ordnung. Hier kommt noch ein kleiner Ast rein. Das sieht man hier nicht mehr so gut. Wenn ihr so Äste malt, die man ganz genau sieht, achtet bitte darauf, dass ihr da keine Blume draus malt. Mit anderen Worten, was ich damit meine, nicht einen geraden Strich, Ast, 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 Ast. So ist kein Ast wirklich aufgebaut, sondern da ein Ast, dann ein Stück höher, der nächste, sodass die nicht direkt gegenüber voneinander liegen. Das sieht nämlich sonst komisch aus. Okay, so, das ist jetzt grob unser erstes Stück. Jetzt nehme ich mir nochmal einen anderen Pinsel. Das ist hier so ein Bossenpinsel, der ist auch etwas abgerundet. Damit gehe ich jetzt einmal ins Titanweiß und auch in ein bisschen Magenta. Das hole ich mir mal ein bisschen in mein Weiß rein, dass das nicht ganz so strahlend ist. So, achtet darauf, das ist das Problem bei diesen etwas günstigeren Pinseln, dass die so doll haaren. Ein bisschen bemalt, angefangen und schon hat man die ganzen Haare. So, ich stopfe den jetzt wieder hier in die Farbe. Ich habe jetzt ziemlich viel Farbe hier drauf. Das ist auch in Ordnung. Jetzt will ich nur so ein bisschen die Sonne andeuten, die hier auf den einzelnen Puscheln ist. Immer wieder frische Farbe aufnehmen, sonst vermischt sich das zu stark. Und hier mit diesem Pinsel deutet ihr jetzt so einzelne Puschel nochmal so richtig schön an. Nicht nur oben auf, so ein Puschel, so die Farbe malen, das sieht sonst komisch aus, sondern einzelne Puschel nochmal richtig schön in euer Bild reinmalen. Das darf auch gern so ein bisschen über die Äste rübergehen, dann sieht das Ganze nämlich nochmal
viel natürlicher aus. Immer wieder die frische Farbe bitte nehmen, damit wir hier nicht zu viel Matsch haben. Fangt ihr jetzt hier unten an, darf es etwas matschiger sein, etwas mehr Farbe drin. Geht ihr wieder in den oberen Bereich, muss es wirklich nahezu weiß sein. Habt ihr das nicht mehr, ist euer Pinsel jetzt wirklich komplett rosa. Nehmt euch wieder ein Tuch, einmal im Zebertuch ordentlich auswischen. Oh. So, das reicht schon. Und dann nehmt ihr wieder etwas Titanweiß auf. Wunderbar. Seht ihr, fast strahlend weiß. Und dann können wir hier oben wieder die nächsten Puschelchen malen. So, ist da viel Farbe? Legt euch das Tuch gern einfach vor euch. Nehmt wieder frische Farbe auf. Und dann habt ihr hier wieder neue Puschel. Aber das dürft ihr auch gern so ein bisschen miteinander vermischen. Das ist gern gesehen. So sieht es dann nämlich auch aus, als ob das alles zusammengehört und nicht wie aufgesetzt. Das ist nämlich auch wieder ein schöner Vorteil der Nass-on-Nass-Technik, dass die Farben ineinander übergehen und man das mit dem Malen doch deutlich einfacher hat, als wenn man alles trocken in trocken malt. Deswegen liebe ich diese Technik so und deswegen ist diese Technik auch wirklich sehr gut für Anfänger geeignet, weil das hier wirklich nahezu jeder kann. Ich kenne bisher nur einen Menschen, der an der Nass-on-Nass-Technik verzweifelt ist, den ich nicht dazu bringen konnte. Und das ist meine Mama, die, ja, nein, sie sagt, das ist nichts für sie. Ich fand ihr Bild zwar toll, was sie damals gemalt hatte. Sie hatte damals ein Landschaftsbild gemalt, das fand ich ganz großartig, mir hat sehr gut gefallen. Sie war so erschüttert, dass sie es leider entsorgt hat. Ich war ganz traurig. Aber das ist halt der eigene Geschmack. Da kann man nichts gegen machen. So, jetzt nicht zu viel machen, nicht zu sehr übertreiben mit dem Weiß. Schaut, dass es ein bisschen gleichmäßig ist, aber nicht zu viel. Es muss jetzt nicht jeder Puschel weiß bekommen. Hier haben wir das eigentlich ganz vergessen. Oh, oh, oh. So. Dann kommt hier nochmal was hin. Das sieht mir doch zu nackt aus hier. So, ich muss leider einmal ganz kurz Pause machen. Mein Kleiner fängt nämlich gerade an zu schreien. Der hat nämlich tierischen Hunger. Aber es geht gleich weiter. Ihr kriegt davon ja nichts mit. Haha, okay, tschüss. So, mein kleiner Schatz hat ordentlich was gesüffelt. Und jetzt liegt er in seiner Wiege und spielt mit seinem kleinen Knisterbüchlein. Wir machen weiter mit unserem Bäumchen. Das Laub ist ja fast fertig. Wir machen das jetzt nur so, dass wir noch mal ein paar kleine grüne Akzente setzen. Denn da sind ja mit Sicherheit auch schon ein paar kleine Blätterchen drin. Das heißt, ihr schaut einmal, wo habt ihr ein bisschen Fläche, wo noch schön ein bisschen Licht durchschaut. Also wo ist noch nicht so viel Farbe. Und da setzt ihr einfach ein paar kleine Tupfer mit Saftgrün. Einfach so ein bisschen hier reinsetzen, tupfen, tupfen, tupfen. Nicht viel, nur so ein paar kleine Blättchen, die da durchgucken. Da sieht man gar nicht viel, nur so ein paar kleine Tupfer. Nimmt immer wieder frische Farbe auf, damit sich das nicht zu stark vermischt. Macht das auch gerne da, wo ihr schon so ein Ästchen habt oder wo so ein Ästchen rausguckt aus eurem Büschlein. Da kann man nicht sagen, da sind die Blüten schon weggeweht. Aber da wachsen schon ein paar grüne Blätter. Das ist immer so, nach der Blüte werden die Bäumchen dann grün, um schön Photosynthese betreiben zu können. Deshalb hier einfach so ein paar kleine Blättchen dazwischen setzen. Überall da, wo ihr ein bisschen Raum habt und wo Platz ist. Nicht zu viel, nur so ein kleines bisschen angedeutet, weil erstmal steht jetzt ja die Blüte im Vordergrund. Einfach tupfen, wie gesagt, immer frische Farbe wieder nehmen und dann stupft ihr hier ganz kleine Blätter. Ich habe jetzt hier einen ganz einfachen Borstenpinsel, das ist Größe 2, das ist der fast kleinste und mit dem kann man hier ganz, ganz tolle Sachen stupfen. Das sieht aus, als ob man sich hier wirklich richtig schön viel Mühe gegeben hat und das hat man ja auch.
indem man das hier alles schön reintupft. Und das sind so die kleinen Dinge, die einem dann auch echt Spaß machen, finde ich persönlich. Auch hier so ein paar Blättchen. Oh Gott, jetzt rede ich schon wieder mit meinem Baby. Oh Mann, Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich nicht, verzeiht mir. Ich bin echt so mittlerweile drin in dieser Babysprache. Letztens habe ich mich dabei erwischt, wie ich mit meinem Hund so gesprochen habe. Und der guckt mich an so, hä, was willst du denn jetzt von mir? Oh nein, wie peinlich. Naja, im Kaufhaus gucken einen die Leute auch immer oder im Supermarkt schon ganz komisch an. So, hä, was macht die? Achso, die hat ein Baby. Okay, dann darf die das. Naja, gut. Okay, mehr will ich ja gar nicht machen. Das sieht doch schon richtig gut aus. Ich nehme mir jetzt nochmal einen kleinen Pinsel. Der muss aber etwas breiter sein. Nehmen wir den, der ist doch gut. Das ist ein Bostonpinsel. Hier steht jetzt Nummer 16 drauf. Der ist ein bisschen groß. Nehmen wir einen Nummer kleiner. Was haben wir hier? Nummer 10. Nummer 10 ist gut. Oh, die sind aber von echt schlechter Qualität, die ich hier erwischt habe. Oh, die waren gar nicht so billig, muss ich sagen. Und dafür sind sie wirklich nicht so gut. Na gut. Okay, also, was wollte ich jetzt machen? Jetzt deuten wir nochmal so ein bisschen Mix hier an. Das soll ja nicht alles so langweilig aussehen. Deshalb gehe ich in ein kleines bisschen preußisch-blau. Saftgrün. Nimmt ruhig ein bisschen mehr Farbe. Das darf ruhig ein bisschen mehr sein. Und das ist jetzt einfach hier, das ist jetzt so ein dunkles Grün, was ich hier jetzt zusammenmixe, also dunkelblau mit Saftgrün. Und das mache ich jetzt einfach, um hier ein bisschen verschiedene Strukturen nochmal in den Baum reinzubringen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das hier etwas höher gemacht habt, könnt ihr damit auch sehr gut Wellen reinbringen. Also hier kann man einfach durch so ein Stupfen mit einer etwas dunkleren Farbe, könnt ihr hier so einen kleinen Abhang reinbringen. Das ist auch immer ganz schön. Das findet der Betrachter richtig gut, wenn man da so ein kleines bisschen Unterschied im Bild sieht. Und das reicht schon, indem man das ein bisschen mit dunklerer Farbe macht. Ihr könnt es andersrum auch genauso gut mit heller Farbe machen. Ich kann jetzt hier mit der dunklen Farbe auch noch den Hügel ein wenig erweitern, indem ich sage, das geht jetzt hier ein bisschen hoch. Dann nehme ich nochmal wieder etwas Grün dazu. Hier mache ich das nochmal ein bisschen saftiger. Soll ja auch nicht zu dunkel werden, sonst sieht es wieder komisch aus. Weil wir müssen ja darauf achten, dass auf der Spitze dieses Hügels, ein bisschen mehr Grün, da kommt ja am meisten Licht hin. Das heißt, da muss ich schon wieder heller werden. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich das hier nicht zu dunkel mache. Es sei denn, ich sage jetzt, das hier wird ein kleiner Busch. Dann nehme ich einfach den gleichen Pinsel, den nehme ich dann hochkant. Dann kann ich mir mit dem hier ganz wunderbar einfach einen kleinen Busch hier andeuten. Und dann ist das mit der dunklen Farbe auch gar nicht mehr so schlimm. Seht ihr? So, schon habe ich hier einen kleinen hübschen Busch. Und diese Pinsel sind echt schlecht, meine Güte. Deswegen schwöre ich auf Markenware, weil da passiert das nicht nach dem ersten Mal benutzen, dass ich da hier 1000 Haare in der Hand habe. Gut, dann nehmen wir uns einen anderen. Da nehme ich jetzt ein kleines bisschen Gelb und ein bisschen Grün, nicht viel, nur ein ganz bisschen. Stupf den so ein bisschen, dass ich da nicht zu viele Farbkleckse dran habe, aber schön viel Farbe. Und dann deute ich jetzt hier am Busch auch ein kleines bisschen Highlights an. So seht ihr, da scheint die Sonne drauf. Und schon sieht der Busch gleich ein bisschen dreidimensional aus. Achtet darauf, wenn ihr die Highlights setzt, immer von oben nach unten, weil da ist die Farbe noch schön frisch und hell. So, jetzt nehme ich wieder etwas Van Dyke Brown, also dunkelbraun, und ziehe mir hier dann auch gleich nochmal ein paar kleine Ästchen in meinen Busch. So seht ihr, schon sieht das gleich richtig professionell aus mit nur ein paar kleinen Pinselstrichen. Und das ist, wie gesagt, ich kann es nur wieder sagen, das Tolle an der Nass- und Nassmalerei, dass man das alles so schön einfach hinbekommt. Hier habe ich jetzt ein bisschen viele Zweige gemacht, das sieht doof aus. Dann nehme ich mir nochmal das Saftgrün, stupf das da drüber, so, zack, hässliche Dinger weg und keinem fällt es auf. Okay,
Jetzt waren wir aber ja noch bei unserer Wiese dabei. Das heißt, wir nehmen uns wieder die dunkle Mischung und stopfen hier nochmal wieder in die Wiese so ein paar andere kleine Flächen rein. Einfach nur, um hier ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wenn ihr mal ein Haar auf der Leinwand habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Macht das nicht mit dem Finger, nehmt euch den Pinsel, einmal so quer das Haar wegnehmen. Fällt gar nicht weiter auf und ihr habt da keine Fingertapsen auf der Tafel bzw. auf der Leinwand und alles ist gut. So, und ihr seht das einfach nur durch ein bisschen andere Farbe, sieht das Ganze hier schon gleich viel interessanter aus. Jetzt ist das Wichtige, dass wir aber auch einmal, deswegen die dunkle Farbe, den ganzen Baum einmal erden müssen. Das müssen wir jetzt hier alles doch ein bisschen dunkler machen. Das heißt, wir gucken einmal von oben, bei mir kommt das Licht genau von oben. Das heißt, das Licht ist hier komplett einmal unter dem Baum. Das heißt, hier will ich einmal richtig schön Schatten andeuten. Ihr müsst euch jetzt ungefähr vorstellen, wie breit soll euer Baum sein. Dementsprechend müsst ihr dann hier auch den Schatten ausrichten. Wenn ihr zu viel dunkel genommen habt, dann nehmt euch noch mal ein bisschen Farbe wieder nach. Und scheut euch auch nicht, neue Farbe zu nehmen. Auch wenn ihr denkt, das Bild ist fast zu Ende, das wäre doch jetzt schade, nochmal einen neuen Klecks Farbe zu nehmen. Nee, das ist nicht schade. Nehmt euch dann lieber tatsächlich nochmal einen neuen Klecks Farbe, als wie ihr euch, wenn ihr euch ärgert, dass ihr da am falschen Ende gespart habt. Dann nehmt lieber nochmal einen kleinen neuen Klecks dazu. Und das ist das, was ich vorhin meinte hier. Ich muss nämlich jetzt auch noch einmal einen kleinen Klecks Saftgrün nachnehmen. Wo habe ich das denn hingepackt? Da. Eine Sekunde. So. Jetzt kommen wir nämlich hier im Bereich um die Wurzeln rum, weil wir hier den Schatten noch mal so ein bisschen nachmalen müssen. Und das ist der Grund, warum ich sagte, ihr müsst die Wurzeln jetzt noch nicht perfekt malen. Weil wir da jetzt durchstupfen, immer noch mal wieder so ein bisschen mit unserem Pinsel in die Wurzeln hineinstupfen. Und dadurch kann es sein, dass wir die noch mal wieder so ein bisschen die Kontur kaputt machen. Was aber auch nicht schlimm ist. Von unten soll das ja sogar so sein, weil wir wollen die Wurzeln ja auch erden. Das soll ja so sein. Aber von oben soll die Kontur natürlich klar erkennbar bleiben. Sprich, wenn wir die jetzt kaputt machen, müssen wir die noch einmal nachzeichnen. Gar nichts Wildes, ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir die jetzt kaputt machen. Das ist ganz problemlos, das machen wir einmal gleich neu. So, und das hier ist viel, viel Arbeit, aber ihr seht, das lohnt sich. So, und schon ist unser Baum mit einem ganz tollen Schatten geerdet. Jetzt nehmen wir uns nochmal wieder einen neuen Pinsel, deswegen, das ist das Schöne an den günstigen, davon hat man so viele. Etwas gelb. Und damit hellen wir das Ganze jetzt hier, wo die Sonne hinscheint, auch nochmal ein ganz kleines bisschen auf. Nicht viel, nur so ein ganz bisschen, um hier ein bisschen Kontur mit reinzubringen. Ganz, ganz bisschen noch. Hier oben darf es ein bisschen mehr sein. Hier scheint die Sonne so ein bisschen mit hin. Und auch hier auf den Hügel. Ba, 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 ba. Und das ist es nämlich, was das Bild hinterher ausmacht, weil gerade diese Farbmischung sieht richtig toll aus, wenn das Bild erstmal getrocknet ist. Achtet nur wirklich darauf, tupfen. Immer tupfen, nicht wischen. Wenn ihr wischt, auch nur einmal, sieht das gleich so aus, als, ja, dann ist der Rasen weg. Dann sieht das nicht mehr aus wie eine Graslandschaft, sondern wirklich einfach nur wie eine gemalte Landschaft. Und dann ist der ganze Pfiff von dem Bild leider weg. Hier unten am Rand dürft ihr malen. Das ist gar kein Problem. Hier dürft ihr einmal malen. Wem der Rand besonders wichtig ist, der kann auch zum Schluss, wenn er das Bild fertig hat, das Bild einmal aus der Staffelei rausnehmen und malt dann auch einmal die Ecken hier fertig. Ganz vorsichtig. Passt auf, dass ihr euch nicht zu sehr einsaut. Wo das Bild drauf liegt und wo es auch oben eingespannt ist. Dann sieht das Ganze natürlich perfekt aus. Guckt euch auch jetzt noch mal den Rand an. Habt ihr den mitgemacht oder habt ihr den vergessen? Wenn ihr den vergessen habt, noch ist alle Zeit der Welt, das einmal so ein bisschen nachzubessern. Dann macht das gerne. Noch habt ihr die Originalfarben auf der Palette.
So, und auch hier können wir so einen kleinen Busch andeuten, aber da machen wir jetzt nichts Wildes mehr. Gut, jetzt kommt natürlich noch unser kleines Highlight. Dafür nehme ich wieder einen neuen Pinsel. Sauber, trocken, ganz wichtig. Und jetzt gehe ich hier in mein Aneline Violett und in mein Pink. Und damit deute ich jetzt so ein bisschen hier runtergefallenes Laub an. Im Schatten mit dem Aneline Violett. Das soll natürlich so ein bisschen dunkler sein. Wenn ihr das jetzt macht, wenn ihr das tupft, denkt daran, wir wollen jetzt hier dimensional denken. Das heißt, macht das so ein bisschen waagerecht. Dann gibt das dem Bild so ein kleines bisschen Perspektive. Ihr könnt das auch so ein bisschen runterfallend machen, gar kein Thema. Aber versucht immer beim Stupfen das so ein bisschen waagerecht zu machen. Dann verliert ihr die Perspektive, wie gesagt, nicht. Und wenn ihr jetzt hier aus dem Schatten herauskommt, nehmt ihr dann natürlich nur noch das Magenta, also das Pink. Und dann werdet ihr heller. Hier auch. Ab und zu kann ja mal so ein Sonnenstrahl durch den Baum durchfallen. Deswegen kann man auch hier das Aneline Violett nehmen. Quatsch. Na, das Magenta. Und außerdem vermixt es sich ja eh mit dem Dunkelgrün. Deswegen ist das nicht so schlimm, wenn ihr das jetzt hier auch verwendet. So, so ein bisschen runterstupfen. Hier ist es runtergefallen. So, und hier ist es auch schön hell. Zack, zack, zack. Macht nicht zu viel, also macht jetzt nicht das ganze Ding hier jetzt hier pink. Das sieht dann auch komisch aus. Könnt ihr natürlich auch, aber dann müsst ihr vorher gleich euch weniger Rasen denken. Da müsst ihr natürlich viel weniger Grün hier verwenden, weil sonst wird es hinterher natürlich nur grau. Da müsst ihr drauf achten. Wenn ihr jetzt zu viel Grün im Pinsel habt, wischt den einmal in einem Tuch aus und nehmt frische Farbe. Ihr könnt auch noch einen Klecks Weiß mit hinzunehmen, damit das schön hell wird. So. Es sind ja auch die Blüten, wenn sie abfallen, verlieren ja auch ihre Farbe. Das heißt, sie werden dann auch irgendwann so ein bisschen weiß. Also dürft ihr auch gerne noch von dem ganz hellen hier auch noch was reintupfen. Das sieht natürlich richtig schön aus dann. Davon macht aber nicht zu viel. Tupft das auch einfach auf die anderen Flächen noch mal kurz drauf so ein bisschen. Und ihr seht, was das für eine schöne Wirkung erzielt. Das gleiche auch hier noch mal über der Wurzel. So, seht ihr, das sieht doch richtig klasse aus. Jetzt nehmen wir noch mal einen ganz kleinen Pinsel, beziehungsweise schmal. Auch hier einfach etwas Magenta. Und dann machen wir das mal so, wir tupfen das hier einfach mal so ganz vorsichtig, ganz zart. Mal etwas heller, mal etwas dunkler. Hier unter den Baum. Und damit deuten wir einfach auch so ein paar kleine fallende Blätter an. Macht das nicht zu gleichmäßig, da fallen mal drei, da fällt mal nur eins, hier oben fliegt eins weg. Ganz vorsichtig, nicht zu viel, weil sonst ist der Pfiff dann nämlich auch weg. So, seht ihr? Das ist schon vollkommen genügend. Wenn das getrocknet ist, sieht das richtig toll und super schick aus. So, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu unserem Baumstamm. Da können wir jetzt mit der Farbe, die wir noch auf dem Pinsel haben, das hier einmal nachmalen. Aber nur ganz vorsichtig, lasst das Gras da bitte drauf. Das wirkt jetzt natürlich richtig gut. Das ist schon richtig toll eingebettet hier. Genauso soll es sein. Wir zeichnen es nun jetzt nochmal dunkel nach. Also die unteren Teile der Wurzeln malen wir jetzt richtig schön dunkel einmal nach. Wo der Schatten hinfällt natürlich. Auch hier besonders hoch, wo die sich treffen, könnt ihr auch einmal so eine Art Dreieck malen. Sieht man das oder mein Kopf da schon wieder vor? Ups, sorry. So, und dadurch zieht er das jetzt in das Hellbraun hoch und so wirkt das richtig schön holzig gleich. Das ist nämlich der Vorteil, wenn wir vorher alles nur mit unserem Sienna gemalt haben. So, und hier auch nochmal schön mit der dunklen Farbe die Wurzel einmal entlang. Und dann könnt ihr auch einmal ins Weiß mit reingehen. Nehmt euch einen ganz kleinen Klecks Titan Weiß, wälzt euren Pinsel da einmal so ein bisschen drin, wo das Rest Braun noch drin ist. Dann habt ihr nämlich schon so einen richtig schön abgetönten Weißton. Und damit könnt ihr jetzt einmal noch mal so ein bisschen hier auf dem oberen Holz lang gehen. Überall dort, wo die Sonne hinscheint, da darf das natürlich noch mal eine ganze Ecke heller sein. Auch hier dieser kleine Ast. Der ist richtig schön hell und genauso hier am Baum entlang. Einmal ganz vorsichtig über die Wurzeln rübergehen.
So, dann sieht das nämlich schon viel, viel besser aus und man hat richtig das Gefühl, dass der Baum aus dem Bild heraussticht. Achtet darauf, dass ihr das nicht zu stark mit dem Grün vermixt. Ist das der Fall, einmal den Pinsel kurz reinigen und noch einmal nachziehen. So. Okay, das sieht doch schon mal richtig schick aus. So sieht doch ein ganz toller Kirschbaum aus. Und das ist ganz einfach und relativ schnell gemacht. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, um das Ganze noch ein kleines bisschen aufzupippen, nehmt euch ein kleines bisschen preußisches Blau, ein kleines bisschen Saftgrün und ich habe dafür diesen Feinliner. Der hat keine gleichmäßigen Borsten. Also wenn ihr jetzt einen Feinpinsel habt, der ein bisschen ausgefranst ist, ist der dafür ganz super geeignet und geht damit einfach hier mit dem Grün ganz vorsichtig über euer Grün rüber und deutet so einfach verschiedene kleine Grasbüschel an. Das geht natürlich eigentlich nur dort am besten, wo ihr helle Punkte habt. Dort, wo es dunkel ist, ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ihr könnt auch hier vor die Baumwurzel noch mal gehen und hier ordentlich so ein paar schöne Grasbüschel andeuten. Das erdet die Wurzel natürlich unheimlich. Und wenn ihr da so einen schönen zerzausten Pinsel habt, sieht das richtig aus wie ganz viele kleine Grashalme. Halme, nicht Helme. Und das macht das Bild richtig lebendig am Ende. Hier, desto dichter ihr zum Betrachter kommt, desto größer können eure Grasbüschel natürlich werden. Hier am Ende, am Horizont, Richtung Horizont, müssen die natürlich recht klein sein. Aber hier vorne dürfen die dann auch mal ein bisschen größer sein. Ihr könnt natürlich auch hier noch ein kleines Bäumchen reinmalen oder auch einfach einen kleinen Busch. Das ist jetzt ganz euch überlassen. Ich rate euch nur als Anfänger, packt da nicht zu viel rein, denn am Ende ärgert man sich hinterher, dass eigentlich das Augenmerk vom Hauptbaum dann abgelenkt wird oder ganz schlimm, das, was man malen wollte, misslingt einem und dann ärgert man sich hinterher. Deshalb hier nicht mehr als nötig. Wie gesagt, einfach nur so ein paar schicke kleine Grasbüschel da rein. Ihr könnt den Pinsel auch noch mal so ein bisschen sauber machen. Nehmt euch ein wenig Gelb, ein wenig Weiß, mixt euch so einen richtig schönen Hellton hier zusammen. Dreht den Pinsel, macht ihn wieder glatt und dann könnt ihr natürlich auch in den dunklen Bereichen hier nochmal für ein paar schicke Grashalme sorgen. Wie gesagt, aber auch da nicht übertreiben. Das ist das A und O in der Malerei, nicht übertreiben. Aber das Wichtigste, was ist das Wichtigste? Einmal jetzt unterschreiben. Ich will einmal kurz noch ein Foto machen. So, also wie gesagt, sucht euch jetzt einmal eine passende Farbe aus hier, was ihr hier haben wollt. Möchtet ihr, dass eure Unterschrift richtig auffällig ist? Sollte jeder gleich erkennen, dass das Bild von euch ist? Möchtet ihr es dezent haben? Dann sucht euch entweder eine helle Ecke aus oder eine helle oder eine dunkle Farbe zum Unterschreiben. Ich möchte das gern etwas dezent haben, deswegen schreibe ich hier unten einmal den Monat mit rein. Das ist 07. Und einmal die Jahreszahl. Das ist die 19. Wenn eure Farben sehr hart sind, also recht trocken, dann nehmt euch einfach einen ganz kleinen Klecks, entweder Verdünner oder einen kleinen Klecks Öl. Damit könnt ihr die Farben so ein bisschen aufweichen. Und dann könnt ihr damit viel besser und geschmeidiger unterschreiben. So. Nee, bleiben wir doch lieber bei dem Anilinviolett. Das Magenta ist mir zu hell. So. So, und schon weiß jeder, das ist euer Bild. Was ihr für ein Kürzel nehmt, überlegt euch das selber. Entweder ihr nehmt nur eure Anfangsbuchstaben, bei mir sind das die Namen meines Vornamens und Nachnamens. Oder aber ihr nehmt euch einen ausgedachten Namen oder euren Spitznamen. Er sollte nur nicht zu lang sein. Wenn ihr jetzt einen vollen Namen habt,
So wie Anna-Marie, ein wunderschöner Name, aber halt doch ziemlich lang für so ein Bild, dann kürzt den lieber einmal ab. Aber wenn ihr sehr gerne und sehr schön malt, könnt ihr natürlich auch euren vollen Namen darauf malen. Also ganz, wie ihr möchtet. Das ist das Tolle an der Malerei. Jeder sucht sich das selbst aus, wie er es haben möchte. So, ich hoffe sehr, mein kleines Bild hat euch gefallen und ihr habt ganz viel Spaß beim Nachmalen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ich versuche alles so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch beim nächsten Bild wieder. Ganz liebe Grüße aus der Heide. Tschüss.